So, liebe Leute, heute bin ich mal ein wenig fokussiert unterwegs. Geplant war, euch ein Update zu den jüngsten Geschehnissen rund um Alpha E und Co. zu präsentieren. Und die Arbeiten an einem entsprechenden Video sind auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Während eben dieser Arbeiten ist jedoch ein Aspekt besonders in den Vordergrund gerückt, weshalb es sich anbietet, einen separaten Film herauszubringen, was ich hiermit mache. Wie ihr meiner YouTube-Community und vielleicht auch der Presse entnehmen konntet, hat sich inzwischen sogar Fridays for Future in die Aus- und Neubaudiskussion eingeschaltet und zum Schrecken der Ausbaufreunde eindeutig Position pro Neubau bezogen. Das begann mit einem offenen Brief an einen prominenten Neubaugegner, den SPD-Bundesco-Vorsitzenden Lars Klingbeil aus dem Heidekreis, und setzte sich mit zwei Demonstrationen in Hamburg bzw. Lüneburg fort. Auf letzterer Veranstaltung am 11. August war Ekkehard Niemann zugegen, der als Vertreter des Landesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz, LBU, am Dialogforum Schiene Nord teilgenommen hatte. Er mischte sich durchaus mutig unter die Protestierenden und verteilte ein doppelseitig bedrucktes Flugblatt voller unbelegter und teilweise falscher Behauptungen. Genau dieses Flugblatt möchte ich jetzt sozusagen öffentlich besprechen. Zum einen zeigt es sehr deutlich, mit welchen alternativen Fakten hier gearbeitet wird. Zum anderen bieten meine Anmerkungen dazu auch Neueinsteigern eine gute Grundlage, sich in dieses Thema einzufuchsen. Und dann starten wir auch gleich durch, indem ich das Flugblatt vorlese und an den jeweils spannenden Stellen meine Kommentare einbringe. Damit erteile ich Herrn Niemann das Wort. Auf geht's! Liebe FreundInnen und MitstreiterInnen von Fridays for Future, ich wende mich mit diesem Flugblatt an euch, weil ich im BUND und in einer der ganz vielen Bürgerinitiativen für das Ausbaunetzkonzept Alpha E, für den Ausbau der Bestandsstrecken im Dreieck Hamburg-Hannover-Bremen und gegen die Planungen einer Neubaustrecke Hamburg-Hannover aktiv bin. Ja, und gleich mal dazu, altbekannt, aber vielleicht hat Herr Niemann es noch nicht mitgekriegt, das 2015 im Dialogforum Schiene Nord, DSN, erarbeitete Ausbaunetzkonzept Alpha E fand gar keinen Eingang in den 2016 aufgestellten Bundesverkehrswegeplan 2030. Darin erscheint lediglich das optimierte Alpha E mit Bremen, das mit dem Alpha E gemäß DSN bezüglich der Strecke Hamburg-Hannover nicht mehr viel gemein hat und ausdrücklich auch einen bestandsfernen Neubau zulässt. Eine Realisierung des DSN Alpha E steht somit schon seit 2016 nicht mehr zur Debatte. Das mal so als Grundlage für die weitere Betrachtung. So, weiter im Text mit Herrn Niemann. Nicht nur ich unterstütze Fridays for Future schon lange als wesentlichen Hoffnungsträger für eine klimaverträgliche, lebenswerte und gerechte Zukunft. Umso war nicht nur ich erstaunt und frappiert, als ich von eurer Unterstützung dieser Neubaustrecke hörte. Deshalb dieses Flugblatt. Es ist ja beileibe nicht nur und auch nicht vor allem Herr Klingbeil, der diesen Neubau ablehnt. Mit ganz vielen Bürgerinitiativen, Landräten, Bürgermeistern und Verbänden haben wir diesen seit Jahrzehnten propagierten und nicht realisierbaren Neubau abgelehnt und stattdessen in vielen fundierten Diskussionen und Expertisen im Dialogforum Schiene Nord das Konzept Alpha E ausgearbeitet. Das Konzept dazu lieferte damals die Deutsche Bahn. Das stimmt natürlich nicht. Das Konzept kam von Kirsten Lühmann, deswegen ja auch ursprünglich bekannt als Lühmann-Variante. Es wurde schließlich in Celle mit großer Mehrheit verabschiedet und auch unterstützt vom Bundesverkehrsministerium, Deutscher Bahn AG und dem Niedersächsischen Landtag, mittlerweile auch von mehreren Landesverbänden der SPD. Fast nur Politiker und Initiativen aus dem Raum Lüneburg treten via eine Neubauschnellstrecke ein. Außerdem leider einen grünen Bundestagsverkehrspolitiker, gemeint ist damit Herr Gastel, sowie leider auch Vertreter des VCD. In diesem Zusammenhang ganz herzliche Grüße und herzlichen Dank an Hans-Christian Friedrichs vom VCD Niedersachsen, der seit dem Dialogforum gegen diesen Alpha-Irrsinn kämpft. Vermutlich meinen diese GegnerInnen von Alpha E, dass so viel Bahnbau wie möglich der Verlagerung von Verkehren von der Straße auf die Schiene und dem Klima nütze. Und das ist generell ja richtig.
Und dieses generelle Ziel unterstützen auch die Bürgerinitiativen für den dreigleisigen Bestandsausbau zwischen Hamburg und Hannover. So. Und jetzt geht es los. Jetzt kommen 7 Punkte, die die Frage beantworten sollen, warum eine Neubaustrecke entlang der A7 nicht dem Klimaschutz dient. Erstens. Die geplante Neubaustrecke verläuft mitnichten entlang der A7, allein schon wegen der unterschiedlichen Kurvenradien. Es werden die Landschaften und Orte zerschnitten und weiter versiegelt. Diese Klimaschädlichkeit ist bisher in den von Deutsche Bahn und Verkehrsminister Wissing vorgelegten Nutzen-Kosten-Verhältnissen nicht berücksichtigt, obwohl dies nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwingend vorgeschrieben ist. Zudem berücksichtigen diese von bahnnahen oder abhängigen Experten erstellten Berechnungen nicht, dass das Konzept Alpha E ja außer einem dritten Gleis Hamburg-Hannover, das stimmt natürlich nicht, ein drittes Gleis Lüneburg-Uelzen, nicht mehr und nicht weniger, auch den Ausbau paralleler Bahnstrecken und der Amerika-Linie hin zum östlich gelegenen Nord-Süd-Bahn-Korridor beinhaltet. Insofern ist Alpha E deutlich klimagünstiger. Es entspricht zudem auch dem naturschutzgesetzlichen Bündelungsgebot der Verkehrswege. 3 Anmerkungen. Er schreibt, die Klimaschädlichkeit der Neubaustrecke sei in den bislang vorgelegten Nutzen-Kosten-Rechnungen nicht berücksichtigt. Und diese Formulierung ist zumindest manipulativ, da sie vorgibt, dass ja tatsächlich und nachgewiesenermaßen eine Klimaschädlichkeit besteht, die in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen ausgeblendet wird. Woher er diese Information hat, bleibt offen. Ferner entbehrt die Aussage, dass Alpha E sei deutlich klimagünstiger, zunächst einmal jeglicher Grundlage, solange Herr Eckehardt Niemann sie nicht mit Quellen belegt. Und auch der Zusatz von bahnnahen oder abhängigen Experten ist wenigstens tendenziös und soll den Alpha-Befürwortern offenbar als Legitimation dienen, bestimmte unliebsame Angaben zu ignorieren oder zumindest in Zweifel zu ziehen, ohne diese jedoch widerlegen zu können. So, dann machen wir einfach mal weiter auf der zweiten Seite. Weiter geht's mit Punkt 2. Die Fahrzeit zwischen Hamburg und Hannover wird vor allem verzögert durch den fehlenden Ausbau der Bahnhöfe und Bahnknoten in Hamburg und Hannover. Damit die Züge diese verlangsamenden und bisher schlecht ausgebauten Trassen rund um diese Städte überwinden, dafür wird die meiste Zeit gebraucht. Deshalb ist in Alpha E hier ein Ausbau geplant. Davon weiß ich nichts, dass Alpha E irgendwelche Maßnahmen nördlich von Hamburg-Harburg vorsieht, aber vielleicht ist ja niemand da besser informiert. Es gibt ein separates Projekt Knoten Hamburg im BVWP. Vielleicht wirft er da etwas durcheinander. Naja, wie auch immer, deshalb ist in Alpha E hier ein Ausbau geplant, zusätzlich zu dem dritten Gleis und dem Wiedereinbau früher abgebauter Weichen und Einrichtungen, was auch immer er jetzt mit Einrichtungen meint. Durch die Digitalisierung verringert sich der notwendige Sicherheitsabstand zwischen den Zügen gravierend. Diese Blockverdichtung erhöht die Kapazität der Strecke so weit, dass sie ausreicht. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, mir sträuben sich die Haare, ob eines solchen Unsinns. Und es wird noch schlimmer, denn er schreibt, das ist auch in einem Gutachten des Bahnunabhängigen. Ja, natürlich, der ist bahnunabhängig, der Experte Viereck-Rössler. In dessen Gutachten ist das nachgewiesen. Dieses Gutachten widerlegt auch die Schauergeschichten der Neubaupropagandisten vom angeblich notwendigen Abriss von vielen Gebäuden für die Dreigleisigkeit. Also unglaublich, dieser Absatz. Selbstverständlich habe ich dazu auch so ein bisschen was zu sagen. Also erstmal ganz grundlegend. In den Abschnitten, in denen die Strecke Hamburg, Stelle Celle, Hannover Lehrte, mit elektronischen Stellwerken ausgerüstet ist, existiert bereits eine Blockteilung im Bremswegabstand. Eine weitere Blockverdichtung auf ETCS-Basis beispielsweise erzielt damit allenfalls marginale Effekte. Das Hauptproblem der Strecke Hamburg-Hannover, der dichte Mischbetrieb aus schnellen Reise- und vergleichsweise langsamen Güterzügen, wird durch derartige Maßnahmen, also durch Blockverdichtung, nicht gelöst, weil ja die Geschwindigkeitsdifferenzen davon unberührt und die Überholvorgänge weiterhin erforderlich bleiben. Darauf gehe ich nachher auch nochmal ein unter Punkt 6. Das Gutachten der Bahnunabhängigen, ich kann es nur wieder betonen, es ist absolut manipulativ, dieser Zusatz,
Das Gutachten also dieser bahnunabhängigen Experten, Vierer Grössler, das habe ich hier ja auch schon mal beleuchtet in einem Film, ich verlinke euch den, das weist neben diversen Fehlern und Ungereimtheiten zwei völlig unrealistische Annahmen zur Funktionsfähigkeit von Alpha E auf. Die maximale Haltezeit der Regionalverkehrszüge, die soll auf 24 Sekunden begrenzt werden. Und die Geschwindigkeit aller Güterzüge auf 120 km/h gesteigert werden. Dass die vier Grössler-Gutachter außerdem eine Variante vorschlagen, der zufolge der Abschnitt Lüneburg-Uelzen zweigleisig bleibt und einen Mischbetrieb mit 14 Zügen pro Stunde und Richtung bewältigen soll, ist dermaßen abwegig, dass man spätestens an dieser Stelle die Lektüre des Gutachtens beenden sollte. Dass dann der Herr Niemann auch noch den angeblich notwendigen Abriss von vielen Gebäuden für die Dreigleisigkeit als Schauergeschichte abtut, ist insbesondere angesichts der unter Punkt 1 als Anti-Neubau-Argument genannten Zerschneidung von Landschaften und Orten ein wenig putzig. Denn welche Orte mit entsprechendem Abriss von Gebäuden würden denn beim Bau einer Neubaustrecke konkret zerschnitten? Punkt 3. Die Dreigleisigkeit und damit Kapazitätserhöhung für Personen-, Nah- und Güterverkehr könnte beim Festhalten an Alpha E relativ rasch und problemlos umgesetzt werden, weil Bahn und Ministerium eine Generalsanierung der Strecke Hamburg-Hannover schon in einigen Jahren planen. Bisher allerdings nur für Maßnahmen für Weichen, Digitalisierung und so weiter. Der ohnehin klimaschädlichere, landschafts- und naturzerschneidende Neubau bräuchte, anders als Alpha E, ein sehr zeitaufwendiges Raumordnungsverfahren mit zweifelhaften Erfolgsaussichten. Hier bewertet also der Herr Niemann den Neubau erneut pauschal als ohnehin klimaschädlicher, landschafts- und naturzerschneidend, ohne entsprechende Nachweise zu liefern. Das sind blanke Behauptungen, das ist letztendlich gar nichts. Die Fridays for Future Leute sind ja vielfach noch in der Schule oder an der Universität und da weiß man dann auch, wenn man Behauptungen aufstellt, muss man sie belegen. Also Quellen, 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 ranziehen, zitieren, wie auch immer. Und abgesehen davon suggeriert ja der Herr Niemann, dass eine Dreigleisigkeit beim Festhalten an Alpha E, und das ist ja sowieso hinfällig, weil Alpha E nicht Bestandteil des BVWP ist, im Rahmen der Generalsanierung rasch und problemlos umgesetzt werden könnte. Ja, tatsächlich ist aber der Bau eines zusätzlichen Gleises auf 36 Kilometern zwischen Lüneburg und Uelzen binnen maximal 6 Monaten vollkommen abwegig. Wenn man bedenkt, wie lange man für die Kilometer, ja wie viel waren es, von Stelle nach Lüneburg, lass es 20 gewesen sein, von mir aus auch 25, letztendlich hat das 5 Jahre gedauert mit den entsprechenden betrieblichen Einschränkungen, also Eingleisigkeiten über längere Zeiträume mit entsprechenden Umleitungen des Fernverkehrs, Ausfällen des Nahverkehrs. Wenn man das in 6 Monaten bauen könnte, wäre es schön, ist aber absolut unrealistisch. So, Punkt 4. Die Prognosen für die Hinterlandverkehre Hamburgs sind grandios überzogen, der Hamburger Hafen stagniert. Auch weiterhin wegen der Verlagerung der Umschläge hin zu den Häfen Bremerhaven und dem Tiefseehafen Wilhelmshaven. Und dort ohne dauernde Schlickbeseitigung und Verlagerung in der Elbe. Hamburg und wohl auch die Bestimmer in der Metropolregion Hamburg plädieren vor allem gegen Alpha E, weil dieses Konzept auch der Bahnanbindung der konkurrierenden Häfen Bremen und Wilhelmshaven nützt, während der bloße Ausbau Hamburg-Hannover vor allem im Hamburgs Interesse läge. Ja, gut, hat schon so ein bisschen was Verschwörungstheoretisches, aber wir müssen da was ganz anderes betrachten. Die Prognosen für die Entwicklung der Hinterlandverkehre mögen überzogen sein, ich kann es nicht beurteilen, aber Fakt ist, dass die Strecke Stelle Uelzen bereits seit 2011 als überlastet eingestuft ist, sodass schon mit dem aktuellen Betriebsprogramm nicht alle Trassenwünsche der Eisenbahnverkehrsunternehmen berücksichtigt werden können. Und da gemäß Alpha E zwischen Stelle und Lüneburg kein zusätzliches Gleis vorgesehen ist, bleibt schleierhaft, wie auf dieser, und ich wiederhole es noch einmal, bereits vor 12 Jahren für überlastet erklärten Infrastruktur weitere Kapazitäten zur Ausweitung des Regionalverkehrs geschaffen werden sollen. Ganz ohne irgendwelche prognostizierten Steigerungen im Güterverkehr, die vielleicht gar nicht eintreten werden.
auch die im Plan zur Erhöhung der Kapazität, PEK, das ist ja auch so eine Sache, wo ich gerne noch mal einen Film zu bringen wollte, genannten und gegebenenfalls im Rahmen der Generalsanierung realisierbaren Maßnahmen, wie der Einbau zusätzlicher Überleitweichen im genannten Abschnitt, tragen auch gar nicht zur Erhöhung der Streckennennleistung bei, sondern verbessern lediglich die Restleistungsfähigkeit im Störungsfall. Das heißt, wir können hier jetzt 1000 Weichen einbauen, um beispielsweise zwischen Stelle und Lüneburg mehr Verbindungen zwischen dem Regionalgleis und der Fernbahn zu schaffen. Ich kann dadurch aber planmäßig nicht mehr Züge fahren. Ja, Herr Niemann, das dazu. Ja, jetzt kommt Punkt 5. Beim Dialogforum Schiene Nord wurde vereinbart, dass beim Dreigleisigkeitsausbau Hamburg-Hannover ein übergesetzlicher Schall- und Erschütterungsschutz für die Anwohner gewährleistet wird. Nicht nur durch Schallschutzwände, sondern vor allem auch durch regelmäßiges Glattschleifen der Schienen und durch schienennahe Maßnahmen. Vereinbart wurden auch Maßnahmen für die angrenzenden Regionen, Bahnübergangsbeseitigung und so weiter. Ja, Herr Niemann, nun ist es mal so, die im DSN vereinbarten übergesetzlichen Maßnahmen sind in der Tat nichts weiter als Vereinbarungen. Das sind keine Naturgesetze. Diese Vereinbarungen wurden in erster Linie getroffen, um die Anlieger der Bestandsstrecke angesichts der zu erwartenden Mehrbelastung ruhigzustellen. Das muss man so sagen. Es spricht zumindest aus naturwissenschaftlicher Sicht rein gar nichts dagegen, diese Maßnahmen am Bestand auch beim Bau einer Neubaustrecke umzusetzen. Das ist reine Verhandlungssache. Das ist keine Physik, keine Biologie, keine Chemie. Das ist nichts, was ich nicht irgendwie beeinflussen könnte. Als Argument ließe sich dabei heranziehen, dass bei Abwanderung des dort nicht haltenden und somit ohnehin nur störenden Fernverkehrs auf die Neubaustrecke erheblich mehr Kapazitäten auf der Bestandsstrecke entstehen würden, als das gemäß IVE jemals möglich wäre. Platz für deutlich mehr Güterzüge auf dem Bestand, also durchaus ein Grund für übergesetzliche Lärmschutzmaßnahmen. Zwei Drittel der heute über Uelzen fahrenden Fernverkehrszüge stoppen übrigens nicht zwischen Harburg und Hannover, was uns direkt zum Punkt 6 überleitet. Im Falle einer Neubaustrecke für den Personenfernverkehr würden wie anderswo auch schon Städte wie Lüneburg und Uelzen und auch Celle vom Fernverkehr abgekoppelt, bekämen aber umso mehr den von der Schnellstrecke verdrängten Güterverkehr. Und das dann ohne die obigen übergesetzlichen IVE-Schallschutzmaßnahmen. Gut, dazu ist eben alles gesagt worden. Die Behauptung, der geplante und an sich sinnvolle Deutschlandtakt benötige die Neubauschnellstrecke, ist vorgeschoben und stimmt nicht. Er wäre, wann auch immer, auch ohne die ja ohnehin fragliche Beschleunigung um 10 Minuten gut umsetzbar. Ja, die Drohung bezüglich einer Abkopplung Lüneburgs, Uelzens und Celles vom Fernverkehr ist eine bloße Behauptung, die jeder Grundlage entbehrt. Und noch einmal, dem aktuellen dritten Entwurf zum Deutschlandtakt ist zu entnehmen, dass die drei genannten Städte weiterhin im heutigen Umfang im SPRV bedient und obendrein der Regionalverkehr mindestens auf einen Halbstundentakt verdichtet werden soll. Was mit dem, und ich wiederhole ein letztes Mal, ohnehin nicht mehr zur Debatte stehenden DSN-IVE nicht realisierbar ist. Also, zusammenfassend, Eckehard Niemanns Behauptung hinsichtlich der Abkopplung ist somit nicht nur unbe, sondern längst als Falschaussage widerlegt. Punkt 7, sozusagen das Schlusswort, naja, das ist es noch nicht ganz, aber er möchte es damit abrunden. Herr Niemann schreibt, und schließlich und endlich wäre eine Absage an das bürgernah und expertengestützt als Kompromiss erarbeitete IVE-Netzausbaukonzept eine fatale Missachtung von Basisdemokratie und die früheren Zusagen aller Entscheider auf Umsetzung. Das müsste doch gerade auch für Fridays for Future bedeutsam sein. Der sogenannte Kompromiss aus dem DSN ist natürlich keineswegs eine fatale Missachtung von Basisdemokratie und den früheren Zusagen aller Entscheider auf Umsetzung. Denn zum einen war das DSN ja gar kein demokratisch legitimiertes Gremium, sodass der Begriff demokratisch hier völlig unangebracht ist. Und zum anderen gab es niemals eine Zusage aller Entscheider auf Umsetzung, sondern lediglich eine Ankündigung, die DSN-Empfehlung zu prüfen. Diese Prüfung ist offenbar mit negativem Ausgang erfolgt. Und besagter Kompromiss daher spätestens seit der 2016 erfolgten Veröffentlichung des Bundesverkehrswegeplans hinfällig. So, und dann schreibt er, der Herr Niemann, bitte informiert euch,
Der vom Schienenforum eingesetzte Projektbeirat Alpha E würde sich auf ein Treffen mit euch freuen. Gemeinsam für Climate Justice Now. Ich denke, dass sich Fridays for Future bereits eingehend zu diesem Thema informiert haben. Und das glücklicherweise nicht nur oder überhaupt nicht beim Projektbeirat oder einer der Bürgerinitiativen, sondern vielleicht auch bei Gustav Richard. Könnte ja durchaus sein, der ist ja nicht ganz unbekannt. Falls Fridays for Future und der Herr Niemann tatsächlich jemals zu einem Gespräch zusammenfinden, sollte er jedenfalls im eigenen Interesse seine Hausaufgaben erledigen und seine oben genannten bloßen Behauptungen mit nachprüfbaren Fakten belegen können. Unabhängig von meinen Anmerkungen zu all seinen Ausführungen, habe ich ihm dann noch etwas mitgegeben auf seinen weiteren Lebensweg, nämlich, dass mich seine Haltung zu dieser Thematik besonders insofern enttäuscht, als er die Vorteile einer Neubaustrecke völlig ausblendet. Anstatt sich auf die Seite notorischer Neinsager zu stellen, könnte er sich ja mal für eine Mitnutzung der NBS durch den Regionalverkehr und die daraus resultierende Möglichkeit zur Anbindung bisher nicht mit dem Zug erreichbarer Orte einsetzen. Da könnte er dann zum Beispiel mal auf die Neubaustrecken Nürnberg-Ingolstadt oder Stuttgart-Ulm gucken, wo man ja tatsächlich auch Regionalbahnhöfe geschaffen hat. Ginding, Allersberg, Märklingen, das sind ja inzwischen recht bekannte Ortschaften. Und mir stellt sich die Frage, die ich somit auch gern an den Herrn Niemann weiterleite, warum das nicht auch zwischen Hamburg und Hannover funktionieren soll. Ja, das war es, was ich ihm zu sagen hatte. Da wollen wir einfach mal gucken, wie der Eckehard reagiert und wie die ganze Geschichte weitergeht. Ich bleibe dran und in Kürze kommt dann auch der Film über die sonstigen Neuigkeiten der Aus- und Neubaudiskussion im Korridor Hamburg-Hannover. Soweit heute von mir. Tschüss.